Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es zu einem Quiz über Flaggen zwischen Adrian und Marco und ich bin euer Moderator für diese Folge. Johannes Jauch. Ja, Johannes Jauch. Also es gibt halt verschiedene Arten von Quizzes im Grunde. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich einfach ein Bild reinposte, wo ich dann halt, wo die halt die Leute dann im Grunde erraten müssen, was für eine Flagge, was es für ein Staat es sich handelt. Es werden keine ganz kleinen Sachen genannt. Oder ich gehe halt zum Beispiel auf eine Flagge und frag und sag die Hauptstadt, sag die Bevölkerungsanzahl, die Größe oder solche Sachen. Und dann müssen sie halt sagen, um was für ein Land es sich handelt. Ah, okay, das ist auch cool. Verstanden? Jo. Jo. Gut. Dann fangen wir mal mit der ersten Flagge an. Ich werde ein Bild reinposten. Das kenne ich. So. Ja, Albanien. Hä? Du musst schreiben. So, ich muss schreiben. Aber das hätte ich auch gewusst. Also ich habe es ja geschrieben. Ja, du musst nicht abschicken, Marco. Johannes, Moderator, bitte Spielregeln. Wir schreiben und posten gleichzeitig, weil sonst kann ja der andere auch einen Punkt kriegen. So. Also, es geht ja um Dachte Punkte, oder du, nicht? jetzt ging es Oder geht es um nur um Geschwindigkeit? Das ist ja die Schnelligkeit. Frage, die sich hier stellt. Okay. Marco dachte, es geht um Geschwindigkeit, was Ja. nicht angesagt war. Okay, Entschuldigung, Nee, Entschuldigung, alles gut, aber ich Entschuldigung. habe ja, man sieht es ja, dass ich es schon geschrieben habe, aber Gut. ist halt, war eh ein Free Point. Also, ich habe eine Arbeitskollegin, die aus dem Land kommt, deswegen. Easy Game. Dann sagen wir einfach mal, das war jetzt Das das war jetzt Test. Tutorial. Das war ein Das war jetzt Test, ein das war eine Test. Testrunde. Also wir So. schreiben es quasi in diese Schreibzeile und du sagst dann, wann wir es, also du sagst, wann wir halt fertig sein sollen, so nach ein paar Sekunden, so 10 oder 15 Sekunden und dann sagst du so 3, 2, Oder 1, dann wenn müssen ihr wir fertig abschicken. seid. Genau, dann müssen wir Oder wenn ihr abschicken. fertig seid. Ja, und dann Okay, ja. Bin dann sagst jetzt. du, wer recht hat und dann kannst du ja noch vielleicht so Adrian und Marco Doppelpunkt jeweils und dann kannst du so einen Punktezähler machen oder irgendwie so. Ich hab schon ein Textdokument offen, wo ich beides drin habe. Ach so. Was? Ja, okay, ich muss es ja nicht zeigen, also kann ich mir auch merken. Okay. Ich kann ja auch rein theoretisch danach eine Tabelle machen. Ja, aber ich sehe es, man sieht ja jetzt gerade hier nicht in meinem Stream-Layout, wer wie viele Punkte Ah, hat. okay. Aber das kann ich. Ja, ich könnte auch einen Text machen, aber. Nee. Das passt schon. Das passt schon. Ich kann's ja auch rein theoretisch hier so reinposten und Ja, dann meine ich Adrian, editieren. Marco und dann daneben die Punktzahl. Ja, Ja. passt. So nach jeder Frage, das wäre eigentlich ganz cool. So, dann Gut. speichere ich es einfach mal nicht. Warte, So. ich würde gern. Ich glaube, ich Das lösche einfach die Textdokument. Sachen. Also, kannst du die Nachrichten löschen? Oder könnt ihr eure Nachrichten löschen? Erstmal alles wieder löschen. Ja, kann ich machen. Nachricht löschen. So. Jetzt muss nur noch Marco. Gut. Okay. So. Dann kommen wir schon mal zur zweiten Flagge. Ich glaube, ich packe mal die hier rein. Uff. Easy. Okay. Also wir schreiben jetzt und dann gleichzeitig absenden. Das muss ich kurz überlegen. Ist das. Das ist doch nicht das Land, oder? Was ist das? Ich blamier. Ich werde mich hier nur blamieren, das ist safe. So, Markus und ich ist schon Nein, 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 fertig. nein. Stimmt. Das ist. Das muss doch. Ist das. Das ist irgendwas in der Richtung, glaube ich. Sea Game. Also, ich kenne diese Flagge, aber ich kann sie jetzt gerade nicht hundertprozentig zuordnen. Aber ich habe jetzt was geschrieben, ich lege mich mal darauf fest. Ja, ich Okay. auch. Dann postet. Ach, Gott sei Ist Dank. richtig. Ihr wollt nicht wissen, was ich dazu erstehen habe. Ihr wollt Was es ist nicht denn wissen. Stadt in Jerusalem, oder? Nee, nee. Viel schlimmer. Viel schlimmer. Da fragt ihr Daniel. Na, Alter. Kannst du da ein Video gucken? Alter, das ist wirklich da. Also, was mein Gehirn sich da in dem Moment gedacht hat. Ich habe nur die Farben gesehen und dachte mir so, ja, das ist es. Und dann habe ich gemerkt, nee, Moment mal, das kann ja gar nicht. Allein wegen dem Stern. Also, wenn du jetzt da Finnland reingeschrieben hast, dann bin ich hart enttäuscht. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Okay. Achso, ich muss das auch lassen wegen der Helligkeit. Ich mach mal Licht an. Okay, da haben wir beide einen Punkt. Das finde ich schon mal gut. Ich starte, also ich verliere schon mal nicht zu null. Sehr gut. Die Frage ist, ob wir das jetzt als 1-1 werten oder ob wir das als 0-0 Ja, werten. halt 1-1, wir haben halt beide einen Punkt. 1-1, ja. Ist ja Jo, richtig, oder? okay.
So. Es ist beides richtig, ja? Ja, ist beides richtig. Aber du kannst ja auch Das war Schätzfragen nicht einfügen, wo beides. nur einer einen Punkt kriegt. So. Ja. Das ist schwierig, wie ich das hinterherfrage. So. Dann gehen wir mal zu einem, wo ich euch Fakten sage. Die Hauptstadt ist Islamabad. What? Es liegt auf dem Kontinent von Asien, hat eine Gesamtfläche von 907.132 Quadratkilometer. The fuck? 907.000 Quadratkilometer. Ja, 907.000 Quadratkilometer. Seine Telefonvorwahl ist plus 92. Und seine Währung ist Rupie. Warte, was? Nee, ist nicht so. Warte, wie ist die Hauptstadt nochmal von diesem Land? Islamabad. Die Hauptwährung ist Rupie, aber das ist doch, das kann doch gar nicht sein, oder? Ach so, gibt es eigentlich Punkte, je früher man das schreibt? Das wäre eigentlich auch so ein Ding, was wir immer machen können. Je früher man es. Also Welche man. Währung ist das nochmal? Rupie. Und das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist 1482 Dollar. Okay, das ist ziemlich viel für das Land, was ich im Ich Kopf habe. kenne drei Länder, die Rupie Ich kenne nur machen. eins, das ist das Problem. Aber ich kann mir halt zwei andere Länder gut vorstellen. Aber ich weiß halt deren Dings nicht. Das kann nicht 9.000. Wobei. Kannst du mir vielleicht, wenn du ein Gütiger bist, das von Deutschland nochmal sagen, damit ich eine grobe Einschätzung habe. Also die Masse, also die. Gesamtfläche? Ja. Weil ich kann das gar nicht einschätzen gerade. 907 war das andere, das ist 357.000 Von Deutschland. Quadratkilometer. Deutschland. Oh, Scheiße. Dann, oder? Ah, ich kann es immer noch nicht einschätzen, aber danke. Warte, das ist Ja, ein, also ich dreimal hab's so auf jeden groß. Fall. Das ist Ich bin dreimal mir so auch groß da wie eigentlich Deutschland. relativ sicher. Ey, Ja. ich bin lost in space. So, Ich nehme bist du einfach jetzt das auch mal dir Erste. sicher? Ich nehme das Erste, es ist falsch, aber ich nehme das Erste. So, dann pick mal ab. Fuck. Und einer von euch beiden hat recht. Ja, Und das ja ist ich. Mexiko. Es ist Pakistan. Pakistan ist echt Pakistan und so Indien groß. haben Rubin. Rupien, nicht Rubel. Rubier. Rupien. Rubier. Und Rubel ich ist was glaube, anderes. ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube, Nepal hat es auch. Aber Nepal ist nicht so groß. Never. Ja, deshalb Ich hatte noch ist. Indien, weil Indien hat doch auch Rupie. Ja, das ist auch die Hauptwährung. Aber Indien ist viel, also ist fast genauso groß wie Deutschland, ist ja nicht dreimal so groß, oder? Mich hat tatsächlich, also ich habe schon von der Hauptstadt, habe ich so gedacht, okay, es könnte Pakistan sein, aber vielleicht auch noch so Iran, Ich kenne Irak, ich bin diese mal mir Hauptstadt sicher. Dann überhaupt hat er nicht. Rupien gesagt und ich wusste, dass mal Pakistan und Indien einen Konflikt hatten und ich glaube Ah. deshalb, dass sie auch die gleiche Währung haben. Also war ich echt nah dran tatsächlich, aber ich habe halt. Also, Ich kann dir auch Pakistan die habe ich nicht Hauptstadt von gedacht und ich Kasachstan kenne sagen, diese wenn du Hauptstadt möchtest. nicht. Islamabad, Alter. Noch nie gehört in meinem Leben, noch nie. Kommt die Hauptstadt von Kasachstan oder Kasachstan irgendwas noch dran? Also bisher habe ich es nicht. Okay, Adrian, möchtest du die Hauptstadt von Kasachstan wissen? Ja. Das ist Almaty. Was? Almaty. Almaty, ja. Okay. Was Ja, ist mit also Martin? verliere ich, ne, das Spiel. 1-2 kann ich nicht mehr aufholen, schon verloren. Ich glaube, Marco wird alles wissen, deswegen. Ich habe keine Ahnung, warum er das weiß, aber. Alter, Geografie, ich liebe Ja, ich bin Geografie. Erdkunde, Geografie, Noob. Also wirklich 5er und 6er gehabt. Marco 2, so. Ich konnte damals nicht mal alle 16 Bundesländer von Deutschland auswendig, also in der siebten. Konnte ich einfach Ich nicht. kann sie jetzt noch nicht. Ich kann sie auch noch Ja, ich nicht. kann sie, ich würde sie jetzt glaube ich wissen, aber ich habe es damals vielleicht 10 oder so geschafft, wenn überhaupt. Okay, Lost in weiter Space. Ich habe einfach ganz Norddeutschland vergessen quasi. geht's. So. Ah, Bayern, ne? Es gibt nur Bayern. Das könnte relativ einfach sein. Die Hauptstadt ist Kabul. Das habe ich schon mal gehört.
Kabul kennt man eigentlich. Die Gesamtfläche ist 652.000 Quadratkilometer. Warte, Also auch wie fast doppelt viel? so groß wie Deutschland. 6.000, okay. 652.000. 652.000. Ja, Quadratkilometer. Wait, und wie viel waren wir bei dem anderen? Da waren wir doch bei 9.000. 800.000. Ach so, ups. Easy Game. Egal. Kabul. Das Bruttoinlandsprodukt ist aber die Hälfte vom vorherigen, nämlich bei 521 Dollar Was ist denn das für pro ein Kopf. Scheiß-Tipp? Das bringt doch gar nichts. Nimm mal einen gescheiten Tipp. Es ist wertvoll, der Tipp. Überhaupt Ja. nicht. Also Bruttoinlandsprodukt ist komplett Wayne. Das geht halt, also du weißt schon mal, dass es keines der reichen Länder von dort ist. Ja, wow, die meisten dieser Länder sind nicht reich. Ist Pakistan reich? Glaube ich weniger. Die wären reich, wenn die nicht so viel Krieg hätten. Ja, klar, das ist also, ja, gut, es wären viele Länder, ne? Dann wirst du meinen nächsten Tipp auch lieben. Die Telefonvorwahl ist 93. Wow, was, 93? Ja, plus 93. Ja, das muss ja dann relativ in der Nähe liegen, oder nicht? Ja, ist nämlich auch vom Kontinent Asien. Scheiße, Digga. Kabul. Kabul. Ich habe aber auch ein geografisches Loch in meinem Kopf, ne? Also ich kann ja nicht mal. Kann Ich habe ja dir nicht mal sogar Namen im sagen, Kopf, so. ich kann dir sogar sagen, das ist etwas links von Pakistan. Klasse Tipp. Ja, Ja, stimmt. Aber noch ein bisschen oben, ne? So oben Ja, links. ich war mir nicht mehr so. Ich war links, wusste ich auf jeden Fall, aber mit oben war ich mir nicht so sicher. Es ist oben links von Pakistan. Okay. Ich glaube nicht, dass die angrenzen. Die sind doch Doch, tun safe sie. reicher als Ah, Pakistan. okay. Die grenzen aneinander. Interessant. Ja, eins von beiden würde ich nehmen. Ich nehme das jetzt, passt schon. Okay. Also ich gebe auf, ist halt, ist scheißegal, wenn ich zuerst dran schicke. Nee, sag nicht, es ist Afghanistan ist Afghanistan. richtig. Afghanistan ist richtig. Fick meine Mutter, Alter. Du hast das, was links von Afghanistan liegt, genommen, den guten Iran. Ja, du hast doch gesagt links. Ja, aber links von Afghanistan, was oben Ach, links von Pakistan ist. scheiße. Ja, ich dachte nämlich, dass Pakistan quasi da liegt, aber pff, keine Ahnung, Digga. So. Punktezwischenstand, aber nur für die Drei. Zuschauer. Ja, posten wäre cool. Ja, warte. Ich muss halt. Ich bin halt auch noch. Ja. Es steht doch oben schon. Oder soll ich nochmal Ach extra so, du reinposten? machst es oben immer. Ich Ja. dachte, du schickst es immer Nee, rein, dass man es halt ich glaube, aktuell wir können. sieht. Ja, wir können unsere Nachrichten auch löschen. Nein, aber er kann ja das immer ein. Ja, genau Ja. so, dass halt Also. immer aktuell da steht. Okay. Ja, wäre cool, wenn du mal eine Schätzfrage raus hast, wo ich vielleicht eine Chance hätte. Eine Schätzfrage. Klar, Digga. Einwohnerzahl Oh. oder so ein Scheiß. Wir wissen ja schon, wie groß so ungefähr diese ganzen anderen Gebiete waren. Ne? 800.000 und 600.000, 650.000 waren es, glaube ich. Und Deutschland ist ja zum Vergleich 357.000 Quadratkilometer. Wie groß ist denn Ägypten? Okay. Ist Ägypten jetzt größer oder kleiner, ist die Frage als Deutschland. Das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Ich kenne die Antwort. Ja. Wow. Wir kriegen die Frage. Ja, Komm, machen ich wir. glaube, ich mache einfach, keine Ahnung, einen Flexpick. So. Na, wobei, komm. Ich mach Sweep ran. Ich mach so.
Also ich hab glaube ich was. Also Quadratkilometer war die Angabe, ne? Ja. Ich schreib's nochmal KM2 dahinter, so. Marco, wie sieht's bei dir aus? Bist du auch fertig? Aber, Marco? nee, Ägypten ist niemals so Ja, groß. Ägypten ich ist nicht hab dich. Ich groß, bin oder? zufrieden. Aber ich glaube, ich verkacke das gleich übel hart. So, wollt Komm, ihr dann warte. schicken? Jetzt, ich bin fertig. Ja, Ich gut. kann mich eh nur blamieren. Dann schickt. Oh, Scheiße, ist doch viel größer, ne? Eine Es Million ist größer. Quadratkilometer? Okay. Er hat sogar fast recht. 1.000.000 Quadratkilometer. Kann. Was? Alter, ja, Wie Mann. groß ist denn Eine fucking Million. Ägypten? Eine Ägypten ist Million ein sehr groß. 2.450 Quadratkilometer. Ägypten ist ein großes Land. Zuerst hatte ich 900.000, dann habe ich gedacht, ja, komm, machen wir die 1 Aber Million voll. Quadrat, das heißt, es ist ja. Ist es dann. Ist 1000 mal 1000, ne? Nee. 1000 mal 1000 ist wie viel? Ist nicht 100.000 mal 100.000? Keiner, dafür bin ich scheiße in Also im Mathe, da habe ich Quadrat wäre Versagen. ja. Warte, 10 mal 10 ist 100. 100 mal 100 ist 10.000. Das heißt, 1000 mal 1000 ist ja dann 1 Million. Als ob das 1000 Kilometer, also 1000 mal 1000 Kilometer entspricht quasi. What the fucking hell? Ist die Gesamtfläche. Also ich habe zuerst 413 bla 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 stehen. Also ich dachte, es ist vielleicht größer als Deutschland. Und habe ich mir gedacht, irgendwie Ägypten ist doch, also ist klar, Wüste und so, aber das kann einem ja auch viel größer vorkommen. Und dann bin ich halt so auf ungefähr Deutschland gekommen, vielleicht ein bisschen kleiner, weil es halt wirklich, weil ich dachte, das ist nur so. Ich bin eigentlich dumm, Alter. Deutschland ist echt ein Pups, ne? Deutschland ist Ich kann mega ja in klein. Deutschland 6 Stunden durchfahren, in Ägypten brauche ich ja viel länger. Scheiße. Vor allem seit dem Krieg sind wir ja auch noch immer kleiner. So. Ja, das habe Darf ich man ja auch nicht natürlich vergessen. vergessen, kaputt. Nein. Ja, ist lost. Gar, also ich bin scheiße in dem Game. Das nächste Mal machen wir Mathematikfragen, Digga. Dann gewinne ich hart. Ja, da bin ich dann Oder komplett dumm. Rechtsfragen oder keine Ahnung, irgendwas, was Marco nicht kann. Ey. Aber du hast ja bisher gesagt, dass das Bruttoinlandsprodukt echt Lass irrelevant ist, dann ne? auf jeden Fall dieses Ja, hast du gesagt? Nein, das hast du doch Ja, habe gesagt. ich gesagt. Dann machen wir jetzt mal eine Frage zum Bruttoinlandsprodukt. Nämlich, wie ist das Bruttoinlandsprodukt bei Deutschland? Bruttoinlands, oder nicht? In Das Deutschland? Oh. BIP pro Kopf. Pro In Kopf. Dollar. Was pro Kopf? Pro Kopf, also pro Person. Wie, also. Okay, was? Okay. Hast du das nicht vorhin gedroppt? Ah, nee, du hast nur die anderen Länder gedroppt. Ich habe die anderen Länder gedroppt. Das Bruttoinlandsprodukt Ja, in. das BIP. Pro Von Kopf. Deutschland in Dollar. In Dollar. In In Dollar. Dollar ist ja wack. Ist hier halt in Dollar Ja, eingezeichnet. ja. Es muss auf jeden Fall mehr sein als die Zahlen von vorher, das ist klar. Die Obvious. Frage ist, wie viel mehr? Hab safe dreimal so viel, oder? Oder zehnmal? Pro Kopf. Pro Kopf Das heißt, es wird quasi dieser Wert geteilt durch die Anzahl runtergerechnet. der Menschen, die in Deutschland leben, genommen. Okay, das ist natürlich bitter, ne? Also, das heißt, wenn du viele Menschen hast und dein Land ist reich, dann kann es ja trotzdem genauso krass sein wie ein stinknormales Pupsland mit wenig Einwohnern. Theoretisch. Da wir beide mal gerade Ägypten haben, gebe ich euch einfach mal den Referenzwert von Ägypten, der 2.549 Dollar ist. Okay, da muss ich meine Zahl kurz weiter nach oben angleichen. Oder ist Ägypten auch rich? Marco, Das ist würdest du jetzt sagen, die Ägypten ist Frage. rich? Da gibt es auf jeden Fall ein paar Ölscheiß, sag mal so. Aber es gibt halt auch sehr viele Einwohner, die Ja. nicht. Ja, Ist ja das ist auch wieder ein durchschnittlicher Land von Wert, viel ne? Krieg und Ah, Diktatoren, Digga, die ich bin so geherrscht schlecht in Schätzen. Also warum schlage ich Schätzfragen vor? hat. Ja. Ja, komm, hier, also. Das ist jetzt meine Zahl. Gibt's hier ein Dollarzeichen? Ja, gibt's hier. Nee, so. Nee. So. Bruttoinlandsprodukt, also BIP, gell? Ja. Also ich hab meine Zahl. Ich nehme die Oh. einfach. Es ist scheiße, So, aber. dann schickt. Oh. Wait.
Wir haben einfach die gleiche Zahl, nur mit zwei verschiedenen Nullern. Hey, 45.000. Ja. Das ist ja das 20-fache von Ägypten. Du musst bedenken, Ägypten hat 3.500, ja. Und das ist ein Land, wo sehr viel Unruhen herrscht und auch sehr viel Krieg. Ja, Pakistan hat auch nur 2.000. Ich dachte, es wären so Tausende. Es leben halt sehr viele auf der Straße und alles. Und es wird von den ganzen Diktatoren gehen. Ja, ist scheißegal. Ich brauche nur, hier 20.000 oder weniger, dann habe ich schon gewonnen. Ne? Also, ist ja eine Schätzfrage. Ich poste euch einfach mal das Ergebnis. Ach, leck mich doch am Arsch. Ey, Marco googelt das safe. Kann ja nicht sein, dass er um diesen... Also, was? Ich war tatsächlich auch zuerst bei 35.000. Da hatte Johannes eben das mit Ägypten gesagt. Und ich so, okay, ich hau nochmal 10.000 mehr drauf. Wir sind 20 Mal so reich wie Ägypter. Ich habe eh keine Ahnung, was... Also Bruttoinlandsprodukt ist doch quasi der Wert eines Menschen, oder? Spaß. Ist es also das, was wir als Gewinn machen im Grunde. Ja. Was ich quasi auch als Gewinn mache. Ja, das, was du als Gewinn machst, kommt auf den Bruttoinlandsprodukt drauf. Also der Wert eines Menschen, okay. Ja. 20 Mal. Alle Menschen. Ich bin also 20 Mal so viel wert wie in Ägypter. Das heißt, eine deutsche Jungfrau kann richtig hart versteigert werden in solchen Ländern. Oder was? Okay. Also rein theoretisch. Nee, aber das ist schon, also what? Ich bin ja schon schlecht mit Schätzen und dann noch mit Zahlen und dann kommt so eine Scheiße. Ja, es lost this game, also ja, next. Wollen wir noch weitermachen? Ja, oder? Ja, gerne. Ich kann mich nur blamieren, das wird lustig. Gut, dann zähle ich halt einfach ab jetzt weiter hoch. Ja. So. Gut. Dann machen wir mal wieder einfach eine Flagge rein. Ich kenne die Flagge, ich weiß noch nicht, welches Land. Klassiker. Fehlt da was auf der Flagge? Nein, es fehlt nicht noch. Du könntest ja so nebenbei im Paint irgendeine Flagge machen und dann so irgendwas bemalen und dann sagen wir, was fehlt. So. Alter. Ja, Alter, Digga, Idee. Was ist das für... Also, warte. Also, das Land fällt mir als erstes an, aber das hat andere Farben definitiv, oder? Nee. Ist das Land? Ich bin mir bei dem Land eigentlich recht sicher. Ich glaube, also die Farben passend zu diesem Land, aber ich glaube, da fehlt irgendwas, deswegen ist es das nicht. Ich werde mich aber ärgern, wenn es das ist. Nein, die Flagge von dem Land, was ich geschrieben habe, sieht ganz anders aus, glaube ich. Oder? Brauchst du einen Kontinent als Tipp? Hat dein Maul. Egal, Bauchgefühl, let's go. Ich mach Bauchgefühl, Gaming. Let's Plays, Alter. Bauchgefühl, Game Highlights. Ich bin ready. Jo. Dann postet. Fick mein Leben. Marco ist halt sowas von intelligent, was Flaggen angeht, ne? Als erstes dachte ich, das wäre Ghana. Dann ich sehe aber, nee, warte, bei Ghana fehlen zwei schwarze Sterne in der Mitte. Und ich glaube, Farben sind auch ein bisschen anders. Und dann dachte ich, es könnte Bolivien sein. Jamaika hat aber auch Rot, Gelb und Grün irgendwo. Jamaika ist Schwarz, Gelb, Grün. Die hatten echt Schwarz, habe ich mir irgendwie schon gedacht. Schwarz, Gelb, Grün? Ja. Wieso tragen die ganzen Jamaikaner diese Farben als Mützen? Also Rot, Gelb und Grün? Diese Reggae Boys, die tragen doch immer diese Farben. Ja, yeah, ja, aber genau. Warum? Wenn Rot doch gar nicht so relevant ist für die. Oder ist es das Feuer vom Gras? Das ist Schwarz, Gelb, Grün. Ja, okay, es ist das Feuer vom Gras, gut. Ja, scheiße, Mann. Alter, Bolivien wäre ich nie drauf gekommen. So, und das jetzt bei Flaggen rein. Shit, Alter, Shit Game. Ich liebe es. Ich kann es verstehen, warum du es liebst. Du bist ja auch intelligent, was sowas angeht. Ich liebe Flaggen sowas von hart. Alles Glück. So, da du mich jetzt gerade gebeten hast, was an der Flagge zu ändern, kriegst du jetzt eine geänderte Flagge. Wow.
Sehr easy. Möchtest du das Land haben? Nee, er muss die Veränderung wissen. Die Veränderung könnte ich dir auch sagen. Ja, das weiß ich ja. Ich weiß auch das Land. Weil, vielleicht war es das Land, das ich mit dem ersten Flagge verwechselt habe. Oh, ja, scheiße. Ja, dann poste ich auch. Ja. Aber es war auch die Frage, was Fender werden muss, oder? Ich hab doch gesagt, also ich hab gesagt, also ich brauch das Land. Ach komm, Johannes, das ist doch lame. Ja, aber ja, dann weißt du ja, was verändert wurde. Ja, aber mit Veränderungen hätte ich ja jetzt den Punkt und er nicht, weil er es nicht geschrieben hat. Ja, gut. Ja. Ist okay, 2-7 nehme ich, immer noch 2 Punkte. Oh. Ist halt schwer, so on the fleek einfach sowas zu verändern. Ja, ja, verstehe. Ja, kann ich verstehen. So. Ist ja auch alles spontan hier gerade, deswegen ist halt nicht vorbereitet. Muss man ja mal sagen fürs Video. Was ist die Hauptstadt vom Vatikan? Oh Gott. Haben die eine Hauptstadt? Erzähl mir keinen Scheiß jetzt. Nee. Vatikan ist die Stadtstaat. Ja, das Land heißt deswegen. Vatikan und die Stadt heißt Vatikan, obvious. Ja, das heißt, wenn ich hinschaue, ja, die haben keine, wäre es falsch gewesen, ne? Ah, Vatikanstadt ist die Hauptstadt. Ja, ja. Und was, hat eine Bevölkerung von 799 Leuten. Was ein Schmutz. Aha. Und hat eine Vorwahl von 379. Also falls ihr dort anrufen wollt, könnt ihr es jetzt gerne... Vatikan spielen. Hat eine Vorwahl? Ja, ich dachte, das fehlt nur unter der Vorwahl von Italien. Vatikan ist ein eigener Staat, also haben die eine eigene Vorwahl. Ja, okay, das habe ich nicht. Luxemburg hat auch eine eigene Vorwahl. Und Luxemburg ist, glaube ich, nur ein Tick größer als Vatikan. Luxemburg ist echt mini. Oder Liechtenstein, die haben auch eine eigene Vorwahl. Obwohl es alles eigentlich Deutschland sein könnte. Das ist halt so dumm. Gut. Ja, es waren jetzt 9, jetzt kommt die Finale. Was? Jetzt oder? Finale? Nee, Spaß. Ich meine nur. Was? Joke. Oh Gott. 2,80 sieht halt nicht so schlimm aus wie 2,20. Ich bin aufgeregt. Jetzt nehmen wir mal eine Stadt von Nordamerika. Was? Also, Kontinent Nordamerika. Ja. Die Frage? Stadt ist Managua. Du willst den... Die Gesamt... Was willst du wissen? Ich will den Stadt... Ich will wissen, von welchem Land ich rede. Von dem Staat. Ja, Land. Also Amerika eigentlich. Und die Hauptstadt von diesem Staat ist... Nein. Es ist auf dem Kontinent Nordamerika. Hat ja. Die Hauptstadt Managua. Über Managua. Welches Land rede ich? Okay. Oh. Hat eine Gesamtfläche von 130.000 Kilometer, Quadratkilometer. Das Land ist so groß. Okay. Hey, ja. 130.000 ist ja voll klein. Wir hatten Ägypten mit 1 Million. Hat nebenbei ein BIP von 2029. Also ist oh, das ist auch echt ein Shit. Das ist also ein Shithole Country, wie Donald Trump sagen würde. Okay. Ja, Mexiko, ne? Spaß. Also ich bin mir echt nicht sicher bei Dinges. Es ist auch ein schwierigeres. Managua. Alter, wobei, das könnte auch gehört. Das hier sein. Was ist denn Managua? Aber ich glaube, das Land, was ich davor hatte, war zu klein. Ich kann mich nur blamieren jetzt. Nee. Wie ist die Hauptstadt? Managua. Nee, dann ist es auch nicht das. Also es ist ein Land in Nordamerika. Eben auf dem Kontinent Nordamerika. Es ist sogar eine Republik, wie ich gerade sehe. Du musst dir, Adrian, die Hälfte ist Nordamerika, du musst ja die kleinen Zipfel starten, bis es nach Kolumbien beginnt. Das sind die ja noch da drin. 130.000 ist ja also auch nicht groß.
Was sind die Wurzel von 130? 35? Nee, 40. 40 mal 40 ist 160. Ja, 35. Also 35, das heißt 35, 3, 350 mal 350. Das also ist ich echt habe klein. Ich habe drei Guesses, die. Alter, ich mir fällt gar nichts. Also Managua sagt mir nichts. Es sagt mir was. Das ist irgendein so Indianerstaat wahrscheinlich oder so eine Scheiße. Es klingt aber auch irgendwie. Es klingt auf jeden Fall nach Ureinwohner. Oh, wait a minute. Aber ich weiß nicht, wie man das Land richtig schreibt. Das ist das Problem. Ich weiß nur, dass es Republik davor. Wie heißt denn das jetzt, was ich im Kopf habe? Ich habe drei Guesses. Welches davon nehme ich? Wobei, das kann es ja nicht sein. Nee, das ist die Südamerika. Hä? Wie komme ich da nach Südamerika jetzt? Aber die Hauptstadt klingt so nach Südamerika irgendwie. Aber es ist ja Nordamerika. Gefunden. Geht auch Richtung Südamerika. Es geht um Nordamerika, also kannst du nicht in Richtung Südamerika gehen. Das ist das erste Mal, dass ich euch hart verwirre. Ich nehme das hier. Wo ich mir gar nicht sicher bin, weil ich zwischen drei Ländern schwanke. Alter, ich schwank zwischen allen Ländern, die es gibt. Auch Deutschland? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig geschrieben habe. Nee, so stark muss. Keine Ahnung, ich muss kurz ein paar Sachen aufschreiben und dann kann ich dir. Also das hier kann es ja nicht sein, weil es ist Südamerika. So. Dann. Ich hatte zwischendurch das im Kopf, was gar keinen Sinn ergibt. Vielleicht das. Nee, das ist es nicht. Okay, pass auf, ich. Ach scheiß drauf. Ich weiß es eh. Ich weiß es nicht. Ich muss raten. Passt schon, ich bin fertig. Es ist so. Viel größer wahrscheinlich am Ende, aber. Also seid ihr beide fertig? Nee. Aber nicht? Okay. Also ja, ich bin fertig. Mit der Welt. Dann postet. Costa Rica ist in Nordamerika? Ups. Also mein Guess ist Republik Ninkanda, aber ich hatte halt noch im Kopf entweder Honduras Costa Rica aber, oder Honduras. Honduras ist doch Eurasien, oder nicht? Nee, Honduras ist auch bei nein, Quatsch. Amerika ich, drüber. Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich verschrieben hast. Das ist Ninkanda, was ist denn Ninkanda? Ja, ich weiß nicht, wie richtig, wie man das schreibt. Das Witzige ist, ich hatte Costa Rica auch im Kopf, aber ich dachte, Costa Rica ist gar kein amerikanisches, sondern halt eher so Eurasien-mäßig. Aber warum hast du Idaho geschrieben? Das ist ein Bundesstaat in den USA. Ja, ich weiß. Ich kenne nicht so viele Länder in Nordamerika. Marco, wo denkst du denn, wo das sitzt? Meinst du die Republik? Ja. Das ist entweder unterhalb oder oberhalb von Panama. Nee, ich sehe hier kein Panama. Das ist direkt unter Guatemala, was unter Mexiko ist. Und das ist die Republik Nicaragua. Ja, meine ich ja. Ja, aber das ist ja Südamerika. Das ist direkt neben Kuba im Grunde. Ja gut, okay. Kuba ist noch Mittelamerika, ne? Ja. Das zählt also, zu Nordamerika. Es ist unter Mexiko im Grunde. Da dieser Weg, ja, okay, der die nach Antwort? Kolumbien führt. Dieser Zipfel da. Ja. Die Antwort ist? Wie schon gesagt, Nicaragua. Ja, aber wenn es unter Mexiko ist, kann es nicht Nordamerika sein. Es ist Nordamerika. Nein, es ist nicht, wenn es unter Mexiko ist. Es Mexiko ist Nordamerika. Ist, es Mexiko ist Nordamerika, ist doch die Grenze zwischen Nord- und Mittelamerika, und Südamerika. Also hier steht Kontinent Nordamerika immer noch. Ja. Was? Es zählt wirklich zu Nordamerika, glaub mir. Ja, es ist Nicaragua. Nicaragua. Kenne ich überhaupt nicht, die Scheiße. Es fängt erst ab an Südamerika, wo der Zipfel wieder ins ganze gesamte Land reingeht. Mhm. Ja, hätte ich eh nicht gewusst, aber. Ja. Aber ich musste erstmal an das Pokémon in den Kader denken. Es gibt ein Pokémon, das so heißt. Ja, klar. Käferbogen. Nice.
Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich Marco den Punkt geben soll, weil die Beschreibung war nicht wirklich richtig. Ja, Und es ich ist wäre krass. jetzt auch nicht böse, wenn du mir keinen Punkt geben würdest. Also Rechtschreibfehler werden ja nicht gezählt, aber das ist halt mehr als ein Rechtschreibfehler. Er hat ja Und einen anderen als ich ihn Begriff ja geschrieben. gefragt habe, wo er denkt, wo das ist, hat er was anderes beschrieben, deshalb. Ja, ich dachte, es wäre halt in der Ja. Nähe von Panama. Dann bleiben wir einfach beim alten Punktestand. So, und da du dich gerade aufgeregt hast, frage ich jetzt, was da fehlt. Es fehlt etwas auf dieser Flagge. Was fehlt und welches Land ist es? Okay, und worauf gibt's Punkte? Auf was fehlt? Beides eins. Beides Ah. eins. Ja, was für eine Scheiße. Der erste Punkt ist relativ einfach. Den könnt ihr euch beide holen. Das Land ist relativ Ja, einfach. das Land habe ich. Aber was fehlt? Wie genau möchtest du es haben? Dass man erkennt, was du damit meinst. Also, dass man wirklich weiß, was darauf fehlt. Tja. Ja. Also willst schon sehr genau haben, ne? Also auch Farbe und Form. Oder halt, ne? Das ist verdammt schwierig, weil da sehr viele Farben und Formen fehlen. Ah, danke für den Tipp. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe legit keine Ahnung, was da fehlt. Ich kann es mir vorstellen, aber das ist so. Okay, ich guess einfach mal. Farben ist schwierig, ne? Ich kann dir jetzt nicht wirklich die Farben sagen. Ich habe jetzt sogar extra gegoogelt, was das bedeutet, was da drauf ist. Also kann ich euch gleich das sogar erzählen. Hast du so Also das Problem ist, ich gegoogelt? habe jetzt quasi was hingeschrieben, was aber sehr ungenau, also das ist halt jetzt nicht so genau, ne? Das sind das Oberbegriffe, sage ich jetzt mal, die da stehen. Wenn Aber es das beschreibt, was da drauf ist, ist alles gut. ja. Also das kann ich offen sprechen, ich habe immer noch keine Ahnung und das, was ich geschrieben habe, ist quasi ein Guess. Wenn es passt, wäre cool, wenn nicht, dann ist auch okay, weil ich Ich weiß habe auch es ja mein nicht. Guest. Weil wenn ich es nicht weiß, dann ist ja Quatsch, mir Punkte zu geben, wenn es hinflexbar ist, sage ich mal. Aber ja, ich habe keine Ahnung, Land. Land ist sogar relativ Ja, einfach. habe ich schon längst, also boah. Es ist. Ich bin auch am Überlegen, sag jetzt mal, wie man das Land noch cool beschreiben kann, so mit Adelstitel und so ein Scheiß. Nee, keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung, welches Land es ist. Echt jetzt? Vor allem hat er das Land vor kurzem sogar noch gesagt. Und deshalb habe ich dieses Land eigentlich nur aufgenommen. Ja. Vor kurzem gesagt. Ja, cool. Keine Ahnung, Digga. Ja. Kann ich Wow. hochscrollen? Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Das ist es ja nicht. Nee, nicht geschrieben. Du hast es nicht in den Chat Ja, aber geschrieben. Du hast vielleicht es erinnere ich mich gefragt. dann. Warte, nee. Ist doch nicht das. Ist es das hier? Dann hast du Never wenigstens schon ever ein in my Land erstehen. fucking life, oder? Ja, ich probiere es, komm, scheiß drauf. So, Marco, bist du auch fertig, oder? Jo. Gut, dann schickt ab. Mexiko ist richtig. Mexiko habe ich gar nicht gesagt, aber ja. Ja, ein Adler. Und ja, er hat auch eine Schlange im Mund. Das Einzige, was du halt vergessen hast, dass er auf dem Kaktus sitzt. Ach so, das ist ein Kaktus und kein Ast, okay. Ja, das ist ein Kaktus.
Die Geschichte der Symbole. In weißen Mittelbalken der Fahne wird ein Adler dargestellt, der auf einem Kaktus sitzt und eine Schlange verschlingt, was auf einer akzetischen Legende zur Stadtgründung Tenochtitlans beruht. So. Kommt was zu Irland noch? Oder die Hauptstadt von drin. Okay. Oder die Hauptstadt von Aserbaidschan? Habe ich auch nicht. Ich würde gerne Irland googeln kurz. Ach, scheiße. Die ganze Zeit Irland im Kopf gehabt, ja, logischerweise. Es ist halt einfach nur orange statt rot. Mhm. Bitte, ich dachte irgendwie, da wäre aber... Zuerst habe ich gedacht, du schreibst da Italien, ey. Nein, Quatsch. Alter, Italien wäre lustig gewesen. Was fehlt da? Nichts. Es gibt aber irgendein Land, das hat so ein Wappen, und dann ist es so gekreuzt mit vier Bildern in diesem Wappen. Also was in der Mitte ist, das Wappen von dem Land. Und es hat dann so Tier, Mensch und so Scheiße drauf. Aber keine Ahnung, welches Land es ist. Daran habe ich halt gedacht, aber... Mexiko, Digga. Ich hatte rote Stern, dann schwarze Stern, aber das kann ja nicht, wenn es so, wenn es mehrere Farben hat. So. Wir haben ja jetzt schon verschiedene Größen gehabt, ne? An Quadratkilometern. Wie groß ist denn Dänemark? Endlich mal, was ich wissen könnte, Alter. Okay. Einer unserer Nachbarn. Referenzwert Deutschland war 357.000, ne? Ja. Ah, Dänemark ist ja nur halb so groß. Fast. Jo, ich mach ein ganz, ganz wilden Guess. Ihr denn auch, wo Dänemark liegt? Ja. Ja. Irgendwo im Süden, ist ja klar, ne? Gut. Es würde sogar actually hinpassen, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, es ist ein bisschen mehr geht immer. So ein bisschen taktieren. Das Problem ist, mehr geht ja immer, weil du ja nicht weißt, wie viele Ecken und Kanten diese Scheiße hat. Mm. Ne? Weil so ein Land ist ja nicht viereckig. Sondern einfach nur Ecken und Kanten. Du kannst es so schlecht einschätzen. Also pass auf, wenn wir Deutschland haben, ne? Ja. Das hat diese 357.000. Und dann haben wir Dänemark. Und das ist halb so groß. Dann hat es ja die Hälfte. Hust, hust. Okay, wait, ich kann es easy umrechnen. Weil wir haben ja... Okay, dann mache ich... Ja. Ich bleib dabei. Das ist, glaube ich, ein echt guter Guess. Ich glaube, das ist ein guter Guess. So. Man kann natürlich jetzt ein paar Kilometer hoch runter machen, aber ich glaube, dass das ziemlich nice ist. Ich mach mal. Komm, ich bleib bei der Zahl. Ende. Mach mal Schluss hier. Hast du auch schon, Marco? Ich hab, ja. Okay, dann schickt. Oi. Niemals. 85 zu groß. Ich wollte gerade sagen, jetzt brauche ich einen Taschenrechner, hab dann Markus gesehen und hab mir gedacht, das ist einfach viel zu groß. Echt? Darf ich kurz sagen, warum? Pass auf. Dänemark liegt übrigens über Deutschland, direkt angrenzend. Ja. Obvious, ja. Deutschland hat 16 Bundesländer. Und im Schnitt sind die Bundesländer alle größer als Dänemark, glaube ich. Nein. Easy. Ich war so bei 30. Zuerst war ich bei 13.000, das war zu klein. Dann habe ich mir, naja, ein bisschen doppelt so groß. 26 ist vielleicht auch noch zu klein. So 30. Irgendwie so um die 30 wird es haben. 43, ja. Scheiße, war ich doch weit weg. Ja, du dachtest nicht, dass es so klein wäre. Dänemark ist echt winzig. Aber es hat ja noch eine Insel, fällt mir ein. Stimmt, die Insel habe ich gerade... Oh, ich bin lost. Mir ist gerade die Insel... Weil du hast 43 geschrieben. Ich dachte mir so, warum 43? Ich habe die Insel vergessen. Die haben ja so eine Kackinsel noch irgendwo. Jetzt darf ich sogar mal nicht unten... Boah, geil. Ich kriege einen Punkt, Alter. Sogar einen richtig gut selbstverdienten. Ja, Schätzfrage. Aber trotzdem. Entweder... In Dänemark bin ich Main, Alter. Ich habe sogar ein Referat über Dänemark damals gehalten. Aber da habe ich die Größe nicht gewusst. Was ist die Hauptstadt von Dänemark? Ja, Main bin ich nicht. Warte, ich wusste es mal. Die Hauptstadt ist Kopenhagen. Ja, wusste ich doch. Siehst du irgendwas mit C?
Mit C? Schreibt man mit K. Ja, ja, sag ich doch. Kopenhagen, Alter. Kopenhagen mit C-O-P-P-I-N und so. Oh Gott. Nee, es gibt eine Marke, die heißt, glaube ich, Kopenhagen. Ne? Deswegen, die wird mit C geschrieben. Scheiße. Ja, egal, next. Das war nicht die Frage, also ist scheißegal, was die Hauptstadt ist von der City. Oh Gott. Ihr habt ja jetzt einen guten Referenzwert mit Dänemark, ne? Mhm. Mhm. Wie groß ist Wales? Guter Referenzwert, liegt fast nebenan. Man kann es gut vergleichen. Also, ich sehe es auf Google Maps direkt nebeneinander im Grunde. Ja, genau. Ja, also man weiß ja, Wales liegt ja im Norden von Dänemark, ne? Ja. Ja, ja. Uff, also direkt drüber meine ich natürlich. Ja, ich nehme mal. Aber jetzt habe ich nur eine Frage. Zählst du Wales als eigenständiges Land? Wales ist ein eigenständiges Land. Ja, mittlerweile. England, halt, Wales und das andere. Es hat halt auch seine eigene Flagge. Das sind, glaube ich, die Großbritannien. Wo so ein schöner Drache drauf ist. Ja, die haben noch so eine weiße Flagge, glaube ich, yeah. So eine Scheiße. Die Flagge ist weiß-grün. Ja, und genau. Ein Drache drauf. Mhm. Ja. Ich wusste, es war weiß mit, ich glaube, irgendwas landschaftlich, also vielleicht grün oder blau oder so ein Scheiß und dann halt. Ja. Ist das doch so? Halt ich habe halt keine Ahnung, wie Wales aussieht. Also die Umrisse von Wales kenne ich halt nicht. Deswegen muss ich jetzt quasi. England und Irland, glaube ich, lustigerweise müssten wir, glaube ich, sogar über Wales drüber geflogen sein, als wir von London nach England. Ja, sind wir ja auch. Also ich weiß ja ungefähr, wo es liegt, von Großbritannien aus. Aber ich weiß nicht den Umriss und auch so. Also ich muss halt schätzen jetzt. Mm. Ich würde sagen, ich lasse es einfach. Das ist, wie gesagt, ich kann mich nur blamieren. Ja, komm, runden wir schön ab. Ja, ja, ich hab fast aufgerundet, sag ich mal. So, seid ihr beide fertig? Ja. Jo. Dann schickt. Oh shit. Was? Oh, Wales ist nicht riesig. Kleiner als Dänemark? Wales ja. Ist kleiner, ja. Ups. Also Marco hat fast richtig, denn es sind 20.779. Ich dachte, es wäre so ein bisschen mehr als das Doppelte von Dänemark. Ich hatte zuerst 15.000, da habe ich gesagt, ja komm, mach mal 17.000. Dann habe ich mir gedacht, ja komm, wenn Adrian irgendwie so, keine Ahnung, 21.000 macht oder so, ja komm, gehe ich noch eins höher. Dann habe ich gesagt, ja komm, kann ich auch gleich abrunden. Hm. Weil ich hatte so im Aber Kopf, Irland hat 72.000, oder? Das kann sein, dass Großbritannien so groß ist. Wobei Großbritannien würde ich auf 100.000 schätzen. Er hatte gerade Irland gefragt, deshalb bin ich gerade nach scheiße. Irland am gucken. Mir fällt gerade ein, dass Großbritannien im Vergleich zu Deutschland auch super winzig ist. Ja, scheiße. Irland hat 70.000 Quadratkilometer. Geil. Und was ist die Hauptstadt? Ich sehe es. Koboldhausen, keine Ahnung. Dublin. Ja, ja. Sag ich ja. Das Dublin wusste ich sogar, weil ich halt einen irländischen YouTuber schaue. Das hätte ich wissen können, eigentlich. Dublone, Dublin, Alter. Alter. Ey, ich habe immerhin ein Drittel der Punkte von Marco. Das ist stark. Ich habe mit Genie. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ich habe ein Viertel der Fragen geholt, Alter. Insane. Oder gewusst. Jetzt ist die Frage. Wir haben halt noch nicht viele Menschen. Wir haben halt noch nicht viel über Menschen geredet, ne? Mhm. Nur damit ihr einen Referenzwert habt, Deutschland hat 2019 zumindest 93 Millionen gehabt. Was? Na? 93 Millionen 93, Menschen? 93, ja. Ich dachte, es wäre 83, ja, wollte schon sagen, Alter. Ja. Wie ist es von 81 seit 5 Jahren, vor 5 Jahren auf 93 gestiegen? Ich bin dumm. Einwanderer, 93, be like. 83.149.300 waren es 2019. Wie viel, ne, waren es in demselben Jahr in Venezuela? 2019. Ja, 2019. Venezuela. Ja, Venezuela. Boah, Venezuela ist schon belebt, glaube ich. Weißt du auch, wo das liegt, auf welchem Kontinent? Europa. Hey, ist doch richtig, oder? Nein, Südamerika. Südamerika. Ja. Ich habe es vielleicht mit Venedig verwechselt. Wegen Venedig. Ja, okay.
Weil Venedig hat ziemlich wenig. Ist ja auch eine Stadt, ne? Die Hauptstadt ist nebenbei Caracas. Die Hätte ich Hauptstadt, ja. gewusst. Fast nicht. Okay, Venezuela, aber da. Pff, ja. Und vielleicht hilft es euch, vielleicht verwirrt es euch aber auch. Die Gesamtfläche ist 916 1000 Quadratkilometer. Wie groß? Wie bitte? 916.000. Also fast dreimal so groß wie Okay, da Deutschland muss ich sogar. meine Zahl aber ganz schleunigst Ja, korrigieren. ganz gut Ich hatte übrigens ändern. halb so viel wie Deutschland. I mean, es kann ja auch ein riesiges Land sein mit ganz wenig Menschen, aber das glaube ich nicht. Es kann nicht gut möglich sein, dass in Südamerika, da ist ja auch Regen, weil das einfach nur Wald Ja, ist, aber es ne? wird mehr Einwohner als Deutschland haben. Ja, wobei, ach, Regenwälder sind schon krass. Aber Venezuela. Südamerika hat nicht mehr Einwohner, safe nicht. Safe. Nein, nicht Südamerika. Ja, ich Doch, so ganz Südamerika Venezuela hat meine weniger ich. als Deutschland, sagst du? Viel Ja, dann weniger. bleibe ich bei meiner Zahl, Digga. Also, dann kann ich meine Zahl sogar runtersenken, wenn es so ist. Ich bleib bei meiner Zahl, komm. Das war so eine erste Eingebung, Alter. Auch bei Venedig schon. Mach ich's jetzt, ich mach's einfach. Scheiß drauf. Jetzt haben wir die gleiche Zahl, das wäre insane. Ja, deshalb Pass schreibe auf, ich dann mache und ich, dann mach, schreibe ich eins. noch ein paar kleinere Zahlen, dann also noch Ach so. Mann, ich habe jetzt und eins hingeschrieben. Ja, ich habe halt nur Mio da stehen gehabt. Also deswegen schreibe ich Danke. jetzt die ganze Zahl hin. Man kann Johannes schön mit Taschenrechner rumspielen. Wäre halt So. witzig, wenn wir dieselbe Millionenstelle hätten. Ja, komm, passt schon. Ich glaube nicht, dass ich einen Taschenrechner brauche. Okay. So, seid ihr soweit? Ja. Ja. Dann postet. Das könnte close sein, weil ich denke, dass die Summe vielleicht 30 auch haben könnte, auch 35, ich weiß nicht. Also von alleine der Millionenzahl ist Markus 7 weg. Ja, lost. Und Adrian 11. Oh. Was doch mehr? 32 32. Millionen. Ja. Perfekt. Sheesh. Das Ding Geht ist damit in die genaue dreimal so groß Zahl. wie Deutschland und hat nicht mal die Hälfte der Einwohner. Ja, wahrscheinlich wegen dem Regenwald, wie Marco schon sagte. Weiß, was ist ein Regenwald? Da ist ja nichts. Krass. Aber gut, dass da so viel Regenwald ist, ne? Sonst wären wir schon längst tot, wegen Sauerstoffmangel. Ja, und das sind auch Ach Mann, ich hätte mit meiner Grundbilder Zahl und einfach so noch mal runtergehen. Wenn was. ich auf 28 runtergehe, statt 43, dann hätte ich das gewonnen. Ich dachte, so Vor allem 28 könntest du hinschreiben, aber es ist irgendwie so voll drastisch klein. höre ich erstmal so, das muss doch mehr Einwohner haben als Deutschland. Das Wenn denkt mir es nur so, oh. dreimal so groß ist. Ja. Ja gut, Russland. Ja, Wo war das Drogenkartell? War das in Venezuela oder war es in Kolumbien? Das Mexiko. hier. Das war schon, das ist eine berühmte Drogenkartell da. Ja, Mexiko. Nein, nicht Mexiko. Klar. Nein. Narcos, Alter. Nee, nicht Narcos. Ich meine nicht Narcos. Achso. Das Medellin-Kartell, das war doch, glaube ich, in Ja, das Kolumbien. kennt man, Alter. Nächste Frage, please. Ich bin gerade noch nach einem am gucken, weil ich würde gerne noch mal eine Menschenfrage machen. Jetzt haben wir ja schon eine gehabt. Ja, ist Dann ja habt ihr cool. vielleicht, dann habt ihr es vielleicht noch einfacher. Deshalb gucke ich gerade nach einem schönen Staat oder nach einem schönen Land. Es wäre cool. Japan, wo alles überfüllt ist. Ich glaube, das nächste Mal würde ich mir fragen, die ihr beide beantworten müsst. Das wäre auch, glaube ich, ganz witzig. Alter, Indien, Alter, Indien. Ja, Indien ist easy. Alter. Indien hat einfach eine fucking Milliarde Ja, Einwohner. kannst halt einfach 1 Milliarde hinschreiben, ein paar Zahlen angleichen und dann ist einfach nur noch Luck. Also 50-50. Ich habe meins gefunden. Also Okay. Südafrika ist halt schon geil. Südafrika, wie viele Menschen da sind? Ja, wie viele Menschen leben in Südafrika? Ich schreibe euch mal die Quadratkilometerzahl. Okay. Das so groß ist Südafrika. Ja, es ist richtig groß. Ich dachte, es wäre nur so ein Zipfel unten, aber es ist halt irgendwie Nee. gigantisch. Ja, aber das hat nicht so viele Menschen. Also wenn Venezuela 900.000 hat, Regenwälder, ne? Und Südafrika hat ja auch sehr viel Savanne und so ein Scheiß. Aber ist auch belebt. Also ist jetzt nicht Es so. ist belebt. Die hatten die Fußball-WM unter anderem. Die haben, Ja. soweit ich weiß, drei richtig große Die haben da ja Städte auf jeden Fall. 300.000 Menschen getötet, damit sie da ein Stadion hinbauen konnten. Deswegen ist das schon mal sehr wenig Mensch jetzt.
cool. Nee, also die haben ja ziemlich ein paar Wohnsiedlungen und so einen Scheiß auch weggemacht, glaube ich. Für die scheiß Stadion. Ja. Oder zumindest haben sie einen Platz bebaut, wo man hätte Wohnsiedlungen bauen wollen oder irgendwie so. Also irgendwie irgendwas mit Wohnsiedlung, glaube ich, war. Nee, komm, also dass die da Platzprobleme haben, haben sie bei 1,2 Millionen Kilometer wahrscheinlich jetzt eher weniger. Nee, aber das Problem, ja, aber Stadtanbindung, Strom und alles, ne, das kriegst du ja auch nicht von A nach B sofort. Ja. Also ich glaube, die, aber das, also es gab auf jeden Fall einen Shitstorm zu dem Stadion, weil das halt irgendwie Platz und Dings weggenommen, obwohl ja Arbeiter, also Leute haben ja Geld bekommen, aber vielleicht gab es auch Arbeitsprobleme, ich weiß es nicht. Ja, egal, also. Mhm. Ja, also. Ja. Ich glaube, da wohnen mehr Tiere als Menschen. Meinst du? Glaube ich. Das ist keine Ahnung, das kann nicht gut möglich sein. Also, ich glaube, Südafrika nicht. Müsste in der oberen Hälfte der bewohnbarsten Orte sein von Afrika. Also hat, glaube ich, also hat eine der meisten, würde ich behaupten, neben halt so diese... Ja, wobei, man muss ja bedenken, die Afrikaner, die ficken halt wie die Karnickel, ne? Die haben den ganzen Tag nichts zu tun. Ja, aber, die meisten sterben auch, aber Südafrika ist ja auch relativ rich, also da... Ja, es ist kein armes Land, ja. Da bist du halt sehr, da bist du als Deutscher halt schon, da hast du schon gewissen Luxus auch, also so... Da hast du Privilegien. Als Privilegien. Aber du musst als, ich habe gehört, du musst als Tourist auch übel aufpassen, weil da halt echt viel, also da sind die meisten... Ja, da sind sehr viele Kriminelle, ja. Hier habt ihr mal deren BIP, also... Der ist ja gar nicht so scheiße. Ist nicht so scheiße. Besser als Kriegpass. Also da gibt's auf jeden Fall ein paar reiche Leute, die diesen Durchschnitt halt hochziehen. Der wäre ja sonst auch bei 2-3. Das wahrscheinlich sind ja alles die Politiker. Ja. Also ich habe eine Arbeitskollegin, die hat einen Mann aus Südamerika, glaube ich. Ich will kein Bullshit sein. Ich hatte eine ehemalige Freundin, die war aus Südafrika und die konnte auch Afrikanisch reden. Diese Frau reist mit ihrem Kind und ihrem Mann da auch jedes Jahr hin, jetzt außer Corona-Zeit. Ja. Und sie hat schon viele Zellen, auch Fotos gezeigt. Ist schon geil. Also würde mich auch reizen. So scheiße ist es nicht. Gerade die Stadt Johannesburg würde mich echt reizen. Ja, Johannesburg ist so ein Ding. Hallo? Meine Burg? Ich nehme jetzt mal diese Zahl, auch, die ist, ach so, es geht um Einwohner, warum schreibe ich KM2 dahinter, bin ich dumm, deswegen war mich das so verwirrt, okay. Ja, ich habe auch meine Zahl. Also seid ihr beide soweit? Ach, das ist schon sehr viel. Naja, ja, komm, egal, ich mach das, passt schon. Ja. Okay, dann postet. Alter, fast gleichzeitig. So, Südafrika. Du warst erst bei 28. Dann habe ich gedacht, ja, machst du 18. Keine Ahnung. Also 18 Millionen ist schon verdammt wenig. Aber es geht, ne? Ist ja noch weniger als beim Venezuela. Ja eben, ich dachte auch, es wäre weniger als Venezuela. Es hat mehr. Es ist sogar mehr als Marco. Krass. 60 Millionen, Digga. Oh, nice. Ja, das sag ich ja. Die haben viele große Städte. Die haben Durban, die haben Johannesburg, die haben Kap Verde. Die haben schon einiges. Ja. Die haben Pretoria, was deren Hauptstadt ist. Ja, genau. Pretoria ist die Hauptstadt. Ups. Hä? Ja. Nicht Kapstadt? Ich dachte, das wäre Johannesburg. Ich kenne also die meisten dieser Städte nicht mal, deswegen. Republik Südafrika, Hauptstadt Pretoria. Ja, das war Spaß mit Flaggen. Vielen Dank fürs Einschalten. Kein Bock mehr. Direkt verloren, war klar. Ich habe 3 geholt, ne? Ich kann auch gerne ein Battle gegen Johannes machen, wenn er Lust hat. Ja, aber nicht mit Flaggen. Oder? Doch, ich will es eigentlich auch mal vorbereiten. Hätte ich auch Bock. Ja? Yeah. Wenn Johannes Bock hat. Ich bin nicht gut da drin, aber ich kann es machen. Wenn wir jetzt gleich noch im Anschluss? Können wir machen. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten und die nächste Folge, ne, Johannes gegen Marco. Das nicht so epische Battle. Das hier war auch nicht episch. Und danach, wir können danach auch einfach sagen, dass Marco dann nochmal uns auch Fragen stellt. Dann wär's, also Johannes und ich wäre, glaube ich, spannender. Oh ja, okay, da bin ich instant dabei. Wir machen auf jeden Fall erstmal Johannes gegen Marco. Das sehen wir in der nächsten Folge mit mir als Moderator. Vielen Dank fürs Einschalten und dann tschüss. Oh, dafür ich moderiere. Oh, ciao.